Hallo Community, unser Thema heute: Narzissten haben Angst vor ihren Partnern. Von einer Narzisstin hörte ich einst den Satz: Ich kann niemand an mein Herz heranlassen. Ich habe Angst, verletzt zu werden. Ich habe Mauern darum gebaut, die niemand einreißen wird. Von den Goldkindern einmal abgesehen, diesen Menschen wurde in ihrer Kindheit meist schwerer emotionaler und oder leiblicher Schaden zugefügt. Sie erfuhren kaum Zuwendung und es wurde ihnen vermittelt, sie seien nichts wert. Genau dieser negative Glaubenssatz, ich bin nichts wert, führte dann dazu, dass sie sich in der Kindheit ein künstliches Selbstbild geschaffen haben, das sie mit ins Erwachsenenalter herübernahmen und mit diesem Selbstbild der Brillanz und der Großartigkeit schützen sie sich. Der Nachteil: Sie können dieses künstliche, gefakte Selbstbild in seiner Großartigkeit nicht alleine aufrechterhalten. Sie benötigen Dritte dazu. Ihr Selbstwert muss durch andere reguliert werden. Sie benötigen permanent Anerkennung und Bestätigung von außen dafür. Das kann am Arbeitsplatz sein, in der Öffentlichkeit, unter Bekannten oder in der Beziehung. Und niemand darf es wagen, ihr Selbstbild der Großartigkeit herabzusetzen oder mit Kritik und sei diese noch so positiv, konstruktiv anzutasten. Denn dann müssten sie sich mit ihrem wahren Selbst befassen, mit den Geschehnissen, mit ihrem Trauma. Doch das werden und wollen sie nicht. Für sie ist es einfacher, neue, unbedarfte Zufuhrquellen zu finden, die sie bewundern und bestätigen, als sich mit ihrem Innersten, mit den Gefühlen und Schmerzen auseinanderzusetzen, die sie in sich tragen. Wenn dir das Thema gefällt, dann bitte ich dich mit einem Like oder Abo um Unterstützung des Kanals. Meinen Teammitgliedern danke ich ganz besonders für deren Support. Danke. Das Selbstbewusstsein von Narzissten ist nur Fassade. Im Inneren sind sie extrem verletzlich. Und das meint der Titel: Sie haben Angst vor ihrem Partner. Mehr noch, sie haben Angst vor Menschen. Sie können nicht vertrauen und tiefgehende Bindungen eingehen. Sie glauben, da sie von sich auf andere schließen, alle Menschen, also auch der eigene Partner, sei so, wie sie angelegt. Missbräuchlich und manipulativ. So haben sie es in ihrer Kindheit erfahren und so haben sie es in das Erwachsenendasein übernommen. Wenn ein Partner ihnen etwas von der Liebe erzählt, dann glauben sie ernsthaft, er wolle sie mit seinen Gefühlen manipulieren. Siehe das Beispiel weiter oben, Mauern ums Herz gebaut. Dass sie im Gegenteil die Liebe und alle anderen Emotionen der Menschen und des eigenen Partners rigoros für ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele missbrauchen, ausnutzen, das blenden sie dabei aus. Oder besser gesagt, sie sehen das als normal an. Schließlich vermuten sie ja auch Gleiches vom Partner, wenn der ihnen sagt, dass er sie liebt. Narzissten verfügen nur über kognitive Empathie. Sie fühlen nicht, sie sehen, was der Partner fühlt. Liebe sehen sie. Im Fernsehen oder bei Paaren, die Händchen halten durch den Park laufen. Ah, das muss Liebe sein. Genau nach diesem Motto. Hat schon einmal jemand von euch von seinem narzisstischen Partner gehört? Was liebst du eigentlich an mir? Oder warum liebst du mich? Ich bin ein schlechter Mensch. Ich schon. Und die meisten meiner Coaching-Kundinnen auch. Bitte schreibt mir doch gerne eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Dankeschön. Also, eine große Angst des Narzissten vor seinem Partner besteht darin, dass dieser versuchen könnte, den Narzissten über die Liebe zu manipulieren. Gerade weil für den Narzissten Gefühle und Emotionen die Hebel und Werkzeuge sind, über die er andere manipuliert und emotional missbraucht. Denn er glaubt ja, dass andere das Gleiche tun wie er.
Schon aus diesem Grunde also lassen Narzissten niemanden an ihr Herz. Und sie haben ja auch keins. Also ich meine, sie haben ein biologisches, aber keines, mit dem wir die Liebe verbinden. Eine weitere Angst des Narzissten vom Partner liegt in der Trennung begründet. Alle narzisstischen Beziehungen haben mit Beginn ein Ablaufdatum. Die eine hält länger, die andere ist recht schnell vorbei, je nachdem, wie leidensfähig der Partner ist und wann dieser den Narzissten enttarnt. Zwar sind Narzissten überautonom und an sich bindungsunfähig, haben aber eine ungeheure Angst vor Ablehnung, wenn sie mit einer Zufuhrquelle zusammen sind. Das ist noch aus ihrer Kindheit begründet. Und so bereitet es ihnen große Schmerzen, wenn der Partner die Beziehung beendet. Die Angst vor Ablehnung also. Um dieser Angst und den damit verbundenen Schmerzen zu entgehen, werden Narzissten nahezu immer dann zuerst Schluss machen und die Beziehung beenden, wenn der Partner ihnen ihre Maske entrissen hat und oder sie mit ihren emotionalen Missbräuchen konfrontiert. Wenn sie also befürchten müssen, der Partner würde vor ihnen die Trennung aussprechen. Die Angst, sich vom Partner rechtfertigen zu müssen. Narzissten scheuen sich davor, Verantwortung zu übernehmen, denn die Gefahr ist gerade für diese Menschen groß, dass ihr manipulatives Handeln negative Konsequenzen nach sich zieht. Einer Diskussion oder gar Rechtfertigung entziehen sie sich dann, ja, sie flüchten oft regelrecht davor. Denn in einem Abschlussgespräch etwa bestünde ja die Gefahr, dass ihr schäbiges Handeln in der Beziehung aufs Tablett käme und sie erneut Schuld und Scham auf sich laden müssten. Doch sie sind ja bereits aus früheren Beziehungen und ihrem Handeln im Umgang mit den Menschen voller Schuld- und Schamgefühle. Sie drücken sich also lieber davor, als sich mit ihren innersten Gefühlen auseinanderzusetzen. Die Angst des Kontrollverlusts. Narzissten sind Kontrollfreaks. Sie kennen die Schwächen des Partners und somit auch die Hebel, um diesen für ihre Zwecke manipulieren zu können. Persönlichkeitsanteile, ein hoher Selbstwert etwa, das sind die Hebel, mit denen sie arbeiten. Die Eigenschaften, die ihnen nicht dienlich sind, haben sie dem Partner durch Ablehnung, Verächtlichmachung und Erniedrigung ja abgewöhnt. Sie haben also mehr oder weniger die Kontrolle über ihren Partner und dessen Verhalten. Nun steht die Trennung an, egal wer diese ausspricht. Und mit der Trennung eine weitere Angst des Narzissten. Genau, die Angst vor Kontrollverlust. Da Beziehungspartner Zufuhrquellen und Trophäen mit gewissen Vorzügen und Nutzen sind, denn sonst hätte er sie nicht für seine Partnerschaft ausgewählt, lässt ein Narzisst sie nur ungern gehen. Er möchte einfach nicht den Einfluss auf sein Besitztum verlieren. Er steckt nun in einer Zwickmühle. Einerseits wurde ihm die Maske entrissen und er weiß, dass er seine Spielchen nie wieder mit diesem Menschen so wird durchziehen können. Andererseits, er hat diesen Menschen doch so schön geformt. Was, wenn dieser nun von einem anderen gefunden wird? Doch die Trennung ist unausweichlich, das ist Fakt. Der Narzisst wird den Kontrollverlust dennoch nicht so ohne weiteres hinnehmen, so wird er dann eben stalken und hoovern. Doch das soll Thema für weitere Videos sein. Und schließlich vielleicht die letzte Angst des Narzissten vom Partner, zu einer exponierten Person zu werden. Der Betroffene hat unter seinem narzisstischen Beziehungspartner sehr leiden müssen. Oft hat er neben psychischen Folgen auch an körperlichen Auswirkungen durch den narzisstischen Missbrauch zu leiden. Er befand sich während der Beziehung in einer permanenten Stresssituation. Das bleibt selten ohne körperliche Folgen. Verständlich,
wenn auch nicht unbedingt ratsam, dies nun nach außen zu tragen. Er will die Menschen um ihn herum aufklären. Er möchte, wenn schon der Narzisst ihm Antworten versagt, wenigstens hören, was Freunde und Bekannte zu diesem Partnership zu sagen haben. Er braucht jemanden zum Reden. Und genau das ist die wohl letzte Angst des Narzissten vorm Partner. Er könnte sein Wissen mit anderen teilen und die Fassade der Großartigkeit des Narzissten in der Öffentlichkeit zerstören oder auch nur ankratzen oder beschmutzen. Und dem wird er regelmäßig kurz vor der Trennung mit einer Schmierenkampagne zuvorkommen. Er wird Freunde, Bekannte und nahestehende Personen darüber informieren, dass es nicht gut steht und es wohl bald zu einer Trennung kommen wird. Und er wird sagen, dass die alleinige Schuld dafür beim Beziehungspartner liegt. Nun, dafür kennen wir die Narzissten ja, ne? Schuld haben immer andere. Dieser habe sich verändert, der Partner, und dieser habe den Narzissten zu manipulieren versucht. Mein Tipp, man sollte die Schmierenkampagne bis zu einem gewissen Grad an sich vorbeiziehen lassen. Die Wahrheit kommt immer ans Licht, spätestens wenn die Partner des Narzissten jährlich oder halbjährlich oder noch öfter wechseln, dann wird selbst der treueste Untertan des Narzissten irgendwann an dessen Glaubhaftigkeit und der Aussage zweifeln, alle anderen seien immer am Beziehungsende schuld und niemals der Narzisst. Falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über dein Like und Abo freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.